So, willkommen beim Harvest Moon Let's Play von Fallen Hund. Fällt Super Nintendo. Ja. So, wir haben jetzt uns um unsere Kuh gekümmert. Sorry, ich hab einen kleinen Hänger. Es ist schon ein bisschen spät, während ich die Aufnahme mache. Ja, sorry, manchmal habe ich eben die Panik, dass ich mein Mikro aus habe. Und weil während der Aufnahmepause mache ich es meistens dann halt aus, falls irgendwas ist, dass ich halt nicht da als außersehen alles aufnehme, was ich halt nicht aufnehmen will. Und ja. Und gucke ich halt manchmal auch öfters nach. Schon scheiße, wenn man kaum mehr Zeitgefühl hat. So, jetzt haben wir hier schön weiter Holz. Ich glaube, wenn wir das hier einmal durchgeackert haben. Ach, übrigens, das da ist der giftige Pilz, den keine Ahnung, was passiert, wenn man ihn isst. Ich bestelle schon mal für den nächsten Tag hin. Das müsste auf jeden Fall reichen bis morgen. Weil vor dem Tag hatte ich schon noch 100 Paar noch was gehabt. Genau. So kann ich es auch schneller machen. Da muss ich nicht ewig hin und her rennen. Ach egal, dann gucke ich mal nach. Ja, ihr merkt schon, es ist wirklich schon ziemlich spät. Es ist schon sehr spät am Abend. Ich merke gerade so, dass mein Mund ein bisschen trocken wird. Weil ich hier alles schwätze wie ein Wahnsinniger. Ab und zu mal halt, wenn ich gerade eine kleine Hipplichkeitsphase bekomme. Von Müdigkeit. Komm mal hin. Nein, du brichst jetzt nicht zusammen. Du hast noch einiges an Holz zu hacken. Jetzt mache ich wie so ein Sklaventreiber. So. Oh Gott, jetzt bricht er schon zusammen. Aber der Spruch von diesem Zimmerer, da war auch total lustig. Dass sie keine halbe Sachen machen. Also sie versuchen schon so Sklaventreibermäßig hier einen vorwärts zu bringen. So, jetzt tue ich mal was trinken, während der Typ hier ganz kurz mal in dem Ding chillt. So, ich bin wieder da. Entschuldigung, aber der muss halt da drin halt ein bisschen rumchillen. So, jetzt halt mal weiter. Warte mal. So.
So, jetzt müssten wir aber genug haben. Jetzt gucke ich mal. Ansonsten muss ich mich mal jetzt öfters halt da reinlegen, wenn es dann nicht zu spät wird. Ich weiß es nicht, ob es in diesem Teil auch so war, dass ab einer gewissen Uhrzeit ihr gesagt hat, komm Junge, jetzt reicht's. Jetzt musst du schlafen gehen. Ja, wenn ich ja natürlich nicht vorbeigerannt wäre. Perfekt, das reicht. So, und jetzt können wir uns pendigen. Ich will eigentlich einfach mal davon aus, dass ich die Kühe, mich um die Kühe gekümmert habe. So, es regnet. Wie es der Fährte vorausgesagt hat. Okay, morgen regnet es auch. Okay, das ist so herbstmäßig halt. So, jetzt kommt dieser Typ. 5000. Das ist gerade so, was ich gerade so vorlegen konnte. Okay, jetzt wundert ihr euch, warum ich das jetzt gemacht habe. So viel ich auch während mich nach der goldenen Zielscheibe informiert habe, habe ich festgestellt, dass man für ein anderes goldenes Item halt auch eine Hauserweiterung braucht, dass man das kriegt. Und deswegen habe ich das jetzt schon angefangen, obwohl ich jetzt total pleite bin dann. Und ja. Jetzt muss ich mich erstmal wieder um das Geld zu organisieren kümmern. Das heißt, nächsten Tag verkaufe ich dann auch ein paar Hühner, dass ich wieder ein bisschen schneller an Kohle komme. Mittlerweile müssten die Tiere auch tierisch gut zugelegt haben, hier die Hühner. Auf jeden Fall. Kümmere ich mich erstmal um die Kuh. Sehr gut, hier ist die Kuh. So. Ah gut, bei der kriege ich ja keine Milch im Moment. So, und wenn die Kuh schwanger ist und hier ist, die bewegt sich nur hier, weil sie hier ein bisschen Stiege hat, die ist auch ein bisschen pummeliger. Und hierhin kommt dann das Essen für die Kuh, weil die ist dann von hier aus. Also nicht mehr von da hinten, sondern von hier. Sonst geht es ja nicht so gut. So. Mittlerweile ist das nächste Küken geschlüpft und wir können das übernächste wieder da rein. So. Jetzt müssen wir natürlich auch die Hühner füttern. Wohin? Geh aus dem Weg, geh aus dem Weg. Danke. Wir müssen mal das Huhn da hinten hinschmeißen, dass das dann nicht als da hinten im Weg rennt. Beim Regenfall gehe ich jetzt nicht da draußen in den Wald und hacke, obwohl ich das eigentlich machen müsste für den nächsten Ausbau, wenn es dann noch einen geben sollte. Aber der Typ wird krank und dann kann er sich nicht um die Tiere kümmern. Deswegen werden diese Tage dann sehr kurz gehalten. Gut, das heißt, hier, der kann jetzt heute auch mal wieder ein bisschen chillen. Morgen geht es wieder an die harte Arbeit. Und da sind immer schon die Leute, die arbeiten. Okay, der zeigt uns doch immer den alten Stand an. Genau, das hat geklappt. Ich finde es halt ziemlich unrealistisch, dass die Kuh einfach weggehen kann währenddessen. Aber was soll's? Heute ist Sonntag. Ach du große Kacke, hier ist auch viele Eier. Ja, morgen tue ich mal 3 Hühner verkaufen. Das heißt, ich habe wieder 1500. Aber jetzt habe ich geguckt, wie viel Geld ich habe. Ja, noch 600. Das ist nur deswegen.
gleich gehe ich schon ziemlich schnell bankrott hier. Und dieser Sohn hier nervt mir das, als hier vorne rumrennt. Das heißt, morgen haben wir wieder viel zu tun. Wenn morgen wieder ein normaler Tag ist. Schade, dass es morgen auch nicht regnet. Okay. Das heißt, wir können wieder pennen gehen. Jetzt nicht wundern, wenn ich ab und zu mal langsam laufe. Das ist, weil ich gerade wieder gerade an meiner Kippe ziehe oder halt sie gerade ausmache, wie gerade eben. So. Kür 2, okay, die zweite Kuh ist doch gar nicht da. Okay, morgen ist dieses Fest, das heißt, morgen bleibe ich dann. Ich würde gerne an diesem Fest dann mal teilnehmen. Jetzt kommt der Typ neben mich und mich wieder zu sagen, dass er mich abholt. Ich will beim Blumenfest. Dass er dann einfach nicht kommt. Okay. Das heißt, hier. Kümmern wir uns erstmal um die Crew. Ja, sie ist gerade hingefratzt, sah auch lustig aus. Ja, die hat es ein bisschen schwer mit dem Kind drin. So. Jetzt müssen wir natürlich erstmal hier die Eier sammeln. Heute ist Montag, genau. Okay, ich versuche jetzt 4 Stück zu verkaufen, um wieder einigermaßen an Kohle zu kommen. Das heißt, ich bringe sie jetzt alle 4 erstmal dann dahin. Dass ich dann noch hin und her rennen muss, für den Typen zu holen. Morgen ist das Erntedankfest. Okay. Das heißt, danach kann ich immer noch Holz hacken gehen. Auch wenn ich jetzt wieder so viel hier an Tageseinnahmenquellen verliere. Ach, ich nehme nur 3 Stück. Die anderen 2 behalte ich. Dreimal hin und her rennen wird jetzt auch voll. So. Jetzt habe ich 3-mal dahin rennen, dem Typen sagen, dass er hier 3-mal hinlaufen soll und 3 Hühner abholen soll. Statt dass er die alle auf einmal macht. Leider jammert er dabei ein bisschen. Aber morgen kann ich das nicht machen, weil wenn ich einmal die Zeit verpeile. Dann geht's schon los. Vielleicht werde ich schon mal gucken, dass wenn die Kuh da entbunden hat, dass ich sie dann gleich nochmal befruchte, dass die eine dann halt als da steht und die Kälber kriegt und die anderen halt dann irgendwann die Milch rausgeben, wenn sie erwachsen genug sind. So. Nee, weil wir brauchen ja jetzt noch keine Kraftbär. Wir haben ja nicht so viel gemacht, dass der Typ da gleich kaputt ist. Und es ist dann ansonsten eine Verschwendung. Wo ich so schade finde, dass er nicht später gekommen ist.
wenn ich schon mal gehackt habe. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt alle drei Stück an einem Tag schaffen. Ja, auf jeden Fall rennen wir jetzt erstmal eine Zeit lang hin und her. So, jetzt kommt der Typ. Sehr gut, er hat jetzt noch einen Hund mitgenommen. Das heißt, jetzt lassen wir ihn das dritte abholen. Ich glaube, die Zeit reicht nicht mehr. Es könnte schon gut sein, dass sie zu hat. Nee, noch nicht. Boah, das war wirklich knapp. Das hat gerade so gereicht, anscheinend von der Zeit. Ach, dann lass das heute auch mal mit dem Dings sein. Okay, jetzt haben wir unsere ganz kompletten Hühner hier verkauft. Jetzt muss man die nur noch füttern, die noch da drin sind. So, jetzt gucken, wie viel Gras wir haben. Okay, 123. Dann kann ich auch gucken, ob ich morgen das mal abbauen kann. Und ich bin echt mal gespannt, wie lange die brauchen, um das Haus da fertig zu bauen. So, heute ist das Erntedankfest. Heute wird nicht weggegangen. Okay, morgen regnet es wieder. Das heißt, ich kümmere mich um mein Vieh, gucke, ob ich mein Land abbauen kann und dann... So, das nächste Runde ist geschlüpft. Das ist schon mal sehr gut. So, das brauche ich erstmal eine Zeit lang nicht mehr. Okay, ist noch nicht so weit. Ja, jetzt bleiben wir erstmal eine Zeit lang hier. Ich sehe es auch gerade schon wieder, es ist jetzt Zeitaufnahmepause. Bis zum nächsten Mal.